Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft Hexit, immer noch hier unten im Dungeon, belagert von Minotauren und Mimik und Rüstungen ohne Inhalt. Von allem ist was dabei. Alles erstmal ein bisschen ausleuchten. Die Feigling-Taktik. So, das ist wieder ein Mimik. Nee, das ist ein Mimik. Sagen wir hier. Effizienz. Und Brot. Ah! Oh, der ist ja gar nicht stark. Der hat mir gar nichts abgezogen. Ich habe hier voll Angst vor dem und der zieht mir gar nichts ab. Aber ich muss schon sagen, mein Schwert ist richtig, richtig schmerzhaft für die. Effizienz 5. Oh! Das wird teuer später. Was ich mich wunder ist. Machen gar keine so Geräusche, oder? So, wie man halt von einem Minotaurus erwartet, irgendwie voll so, voll die böse Lautstärke und so. Nee, gar nichts. Voll easy. So, Ektoplasma. Keine Ahnung, für was ich es brauche, aber wir sammeln es mal mit auf. Weg, weg. War ich hier hinten schon? Aber Hauptsache, ich habe ausgeleuchtet. So. Oh. Oh, so viele Mimik. Stirbt. So, was haben wir hier? Behutsamkeit. Glück. Unendlich. Sauber. Wieder gutes Zeug. Noch eine. Federfall. Atmung. Stärke braucht man nicht. Aber Eisen können wir mitnehmen. So. Dann hauen wir hier wieder ein bisschen raus. Das kann man eigentlich auch mal wegmachen hier. So. Können wir das wieder da lassen? Das nehmen wir noch hier oben mit. Ist doch bestimmt noch was hinten dran. Ein Minotaurus. Spawner, unendlich. Dornen, Wasserinvenität. Und wir nehmen mal den Eimer mit, einfach, dass wir einen dabei haben. Dungeon ist schon echt groß, muss ich sagen. Gefällt mir endlich mal wieder was. Was ist das? Yapsa-Block? Okay, nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was das ist, aber wir nehmen es mal mit. Dungeon ist echt groß und hier ist es zu Ende, oder was? Ernsthaft? Kein Boss? Nichts? Naja, es soll mir recht sein. Sauguten Loot zusammenbekommen. Was haben wir hier? Schutz, Atmung. Ne, komm, nehmen wir mit. Plünderung nehmen wir auch noch mit. Und dann gibt's Bow-Spam. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, okay. Da wäre jetzt Unendlichkeit schön angebracht, ne? Egal, wir klatschen trotzdem drauf. Wir haben eine gute Verteidigung. Als drauf. Jäger! Bist lieb und hast nichts drin. Das ist doch jetzt Beschiss. Okay, egal. Aber hier ist noch was. Ist das die vom Anfang? Ajo. Hätte ich gar nicht außen rum gehen müssen. So. So, war's das jetzt? Waren wir hier jetzt schon? Oh, da ist noch was. Da waren wir schon dran. Schlag haben wir liegen gelassen. Hier ist noch was. Was haben wir hier? Stärke, Brot. Und da ist nichts Gescheites. Okay. So. Aber so, jetzt eigentlich müssten wir. Da hinten war nichts mehr. Hier vielleicht noch. Ne, hier ist dunkel. Aber hier waren wir schon. Okay. Hier waren wir auch schon. Okay, nee, wir sind fertig mit dem Dungeon. Sauber. Hätte ich das gewusst, hätte ich das in der letzten Folge noch mit reingequetscht. Meine W-Taste hängt. Moment. Lauf von alleine. Hilfe. Da geht's raus.
Okay, es ist dunkel, aber raus hier. Ist das cool? Wir haben einen Dungeon, wir haben jede Menge Verzauberungen. Wir können uns richtig cool auf ein neues Schwert freuen. Und ich denke, ich werde auch nochmal in die Hölle reingehen. Da, wo ich ja mein Tor habe, ist ja so ein bisschen Kobalt schon in der Nähe, ne? Wir sind hierher gelaufen, richtig? Wir sind jetzt. Ich habe jetzt kein Schokobo mitgehabt, oder? Nee, ich glaube, wir sind. Ja, wir sind gelaufen, wir sind gelaufen, ja. Meine W-Taste jetzt nicht mehr rauskommen will, okay. Durchgezockt. Was ist hier los? Rack Attack. Kennt den Film eigentlich noch jemand? Rack Attack? Geht um Spinnen, ne? So, ah, hier haben wir ja auch noch einen Durchgang. Ui, Goldrüstung. Haben wir Goldrüstung? Ja, haben wir, okay. Können wir einschmelzen? Machen wir jetzt aber nicht. Wir schmeißen das mal hier mit. Nee, hier mit rein. Rüstung. So, edle Stoffe. Machen wir das mit rein. Ganz klar das. Das nehmen wir mal kurz komplett raus. Dann verwandeln wir das mal zu großen Smaragden. So, einen großen, ein paar kleine. Das passt schon. Muss jetzt ganz kurz mal gucken wegen meiner W-Taste. So ein Scheiß. Jetzt geht die W-Taste nicht mehr raus. Okay, das ist jetzt nicht so tolle, ne? Wisst ihr Bescheid? Ui, sind das viele Bücher. Da brauche ich locker eine Extrakiste für. Monster Drop. Sonstiges, das. So viel. Was können wir eigentlich mit Ektoplasma anfangen? Glowing Go. Ja, und? Was ist das jetzt? Was mache ich damit? Hallo, geht nicht. Ja, keine Ahnung, man kann nichts damit machen, okay? Wer das weiß, kann mir es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen sollte. Wäre aber ganz cool, wenn ich es wüsste. So. Dann haben wir noch den Monster Drop zu verstauen. Hier, hier, dat, dat, dat. Dat nicht. Das könnten wir eigentlich bei Grundzeug einordnen. Was ist das? Das ist ja eigentlich auch Monster Drop hier. So. Ektoplasma ja auch. Passt allerdings auch ganz gut zu unserem Nekromanten-Mod. Bestimmt irgendwas in dieser Richtung. Muss man doch damit machen können. Ging das jetzt bloß nicht, weil ich. Das. Nee, 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 das kann nicht sein, oder? Okay, keine Ahnung, was das ist und für was es da ist. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wer es weiß. Würde mich freuen. So. Was ist das? Jasper-Block. Ich traue mich ja fast, ihn nicht. Aha. Ein Spielzeug. Witzig. Okay. Total unnötiges Zeug, aber Hauptsache man hat's, oder wie? Okay. So, dann geht's weiter. Was haben wir? Ja, Gott, was essen können wir auch? Yum, 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 yum. Wir gehen mal schlafen. Dass der Krach mit dem Regen jetzt mal aufhört hier. Weil der ist schon ziemlich laut, zumindest auf meinem Ohr. So, dü-dü-dü, dü-dü-dü, dü-dü-dü. Sehr gut. Stirbt wieder jemand? So. Werkzeuge. Können wir das mal mit reinschmeißen? So, und jetzt. Oh, da ist noch Stone. So, und jetzt kommt's. Die ganzen Bücher. Krieg ich definitiv nicht in diese Truhe rein. Machen wir so, ist einfacher so herum. Lass mal gucken, dass wir die Bücher auch rausmachen. So. So.
mehr Bücher. Es könnte knapp werden. Müsste aber gerade so reichen, ne? Ah, verdammt. Fast. Da können wir ja mal aussortieren gleich. Wir machen erstmal die Bücher hier rüber. Das Bücherregal. Weil für was hat man denn ein Bücherregal, ne? So. Was haben wir denn hier? Verzaubertes Buch, Flamme, Glück, Nemesis, Behutsamkeit. Okay, wir können ja mal gucken. Was haben wir hier? Unendlich. Oh, wir haben mehrere unendlich. Okay. Wir könnten zum Beispiel Flamme und Flamme zusammen machen. Dann hätten wir zweimal Flamme. Das überhaupt nichts bringt. Okay. Dann lassen wir das weg. So, irgendwas Schwaches. Stärke 1 braucht man. Zumindest nicht hier drin. Können wir Flamme reinmachen. Behutsamkeit haben wir auch genug da drin. Können wir auch wegmachen. Was ist das? Glück und Nemesis. Nemesis 3, Nemesis 5. Okay, Nemesis 3, wo haben wir es eben gehabt? Nemesis 3, Nemesis 3. Was? Nemesis 3 weg. Das rein. Da war doch im Glück gestanden, oder bin ich jetzt falsch? Dornen, Atmung. Machen wir das, machen wir raus, machen Glück rein. So, die schmeißen wir natürlich nicht weg, weil man kann nie wissen, eine Waffe geht nun mal ziemlich schnell kaputt. Wir schmeißen die allerdings mal hier mit rein. So. Gut, dann hätte man das. Ein paar Pfeile wären gar nicht so schlecht. Nimm mal ein paar Pfeile mit. Ich hätte gern sowieso den Legierbogen wieder. Ach, ich hab noch einen Legierbogen. Das sag's doch gleich. Dann möchte ich auf den. Haltbarkeit erstmal drauf haben. Haltbarkeit, 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 Haltbarkeit drauf haben. Haltbarkeit. Dann hätte ich gern noch unendlich auf jeden Fall. Flamme. Wann, wenn drauf geht, probieren wir mal aus. Ich glaube zwar, haben wir schon probiert, geht aber nicht. Schusssicher ist bloß für die Rüstung. Okay, wir probieren mal Unendlichkeit. Das geht. Flamme. Geht auch. Bann geht nicht. Okay. Haltbarkeit und Stärke kann man, glaube ich, noch auf den Bogen drauf machen. Habe ich Stärke? Stärke. Wir machen mal. Nee, Stärke 5. Ach, immer zweimal, okay. Wir probieren mal Stärke noch. Geht, aber kostet zu viel. Schauen mal, ob wir noch ein Fläschchen oder sowas übrig haben irgendwo. So ein EP-Fläschchen haben wir das nicht. So, XP. Ach, natürlich haben wir das. Sauber. So, dann haben wir. Doch, eigentlich einen richtig guten Bogen. Stärke 5, Flamme 1, Unendlichkeit 1 und Haltbarkeit 1. Oh, sauber. Guckt euch das an. Immer schön Brandpfeile schießen. Unendlich Pfeile haben. Das macht uns so schnell keiner nach. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr öfters haben wollt, dass ich unterwegs bin. Oder ob ihr euch mehr um die Mods interessiert, die hier drin sind, dass wir die ein bisschen weiter ausbreiten. Noch ist das möglich.
Wenn aber die Karte zugebaut ist, dann ist es zu spät. Also wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Minecraft Hexed. Tschüss.